deutsche Politiker Heiner Geißler klettert. Der englische Journalist Richard Heap klettert. Der blinde Jurist Hans-Peter Schmid klettert. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie auf dem Titlis zu NZZ Format. Der Tod in den Bergen sorgt Sommer für Schlagzeilen. Dabei, so zeigt die Statistik, geht die Zahl der Bergtoten zurück. Und dies, obwohl immer mehr Menschen im Hochgebirge Abenteuer und auch Erholung suchen. Andererseits verzeichnen Klettergärten und Kletterhallen stetig steigende Frequenzen. Das Klettern ist in. Der deutsche Spitzenpolitiker Heiner Geißler ist ebenfalls Bergsteiger aus Passion. Auch ihn beschäftigt die Frage nach dem Warum immer wieder. Morgengrauen am Piz Palü. Wie der Biancograd am nahen Piz Bernina gehört der Ostpfeiler des 3905 Meter hohen Piz Palü zu den Klassikern des alpinen Bergsteigens. Im Gegensatz zu einigen Dutzend Seilschaften, die auf der Normalroute zum Palü-Gipfel unterwegs sind, will Heiner Geißler mit seinem Sohn Dominik als Seilgefährten den schwierigeren und anstrengenderen Ostpfeiler bezwingen. Was bringt denn einen 67-jährigen deutschen Politiker dazu, eine 10 bis 12 Stunden dauernde schwierige Bergtour zu unternehmen und das erst noch als Erholung zu deklarieren? Eine reine Selbsttäuschung? Nein, es ist keine Selbsttäuschung, aber es ist auch nicht die reine Wahrheit. Also, sagen wir, erstens fällt es, ich glaube, es gibt keinen Bergsteiger, dem das Bergsteigen ganz leicht fällt, sondern es ist immer ein Schlauch, eine Mühe. Die Leute müssen sich anstrengen, man schwitzt und also man muss morgens um zwei raus, wenn man auf den Berg rauf will, auf einen hohen, eine echt schwierige Tour machen will. Also das ist kein Zuckerwasser. Aber bei mir ist es so, wenn ich in den Bergen war, hinterher fühle ich mich, ich will jetzt sagen, 100-mal wohler, aber 10-mal wohler als vorher. Heiner Geißler, bekannt als hartnäckiger und intellektueller Verfechter seiner politischen Position, hat seiner Leidenschaft für die Berge immer wieder nachgegeben und sich auch an gefährliche Routen herangewagt. Das hat ihm oft auch aus seinem eigenen politischen Lager harsche Kritik eingetragen. Er ist aber überzeugt, durch das Bergsteigen nicht nur persönliche Vorteile erzielt zu haben. Der Vorteil besteht auch darin, man hat eine größere Sicherheit, mit schwierigen Situationen, so im anderen normalen Leben umzugehen. Also das, glaube ich, sicher sagen zu können. Nervlich, aber auch körperlich. Man wird einfach mit schwierigen Situationen besser fertig. Mutig, furchtlos und verwegen ist der Bergsteiger, wenn er auf schmalem Grat hunderte von Metern über dem Abgrund dem Gipfel entgegenturnt. So das Klischee. Die Wirklichkeit ist prosaischer. Erfahrene Bergsteiger vermeiden jedes unnötige Risiko, sichern sich möglichst effizient und respektieren die objektiven Gefahren. Ich begebe mich nicht so gerne in Gefahr. Und ich habe vor Bergfahrten, die schwierig sind, immer ein bisschen Bammel, das gebe ich ohne weiteres zu. Aber die Hauptangst, wenn sie sich überhaupt einstellt, habe ich eigentlich immer mehr um andere, also meine Kinder, meine Söhne, wenn die dabei sind, weniger um mich selber. Kommen!
Wenn Heiner Geißler dennoch Jahr für Jahr mit seinen Söhnen klettert, dann hat das nichts mit außergewöhnlicher Risikobereitschaft zu tun. Vielmehr sucht und findet er Befriedigung im Abenteuer, sein eigenes Können in der Auseinandersetzung mit den Kräften der Natur unter Beweis zu stellen. Da kann man natürlich sagen, wenn einer sowas macht, der spinnt, nicht? Das tun ja, es gibt ja heute keine Talkshow mehr über die Frage Risikosport, wo hier irgendein Psychotherapeut herumsitzt und sagt, die Bergsteiger, die gehören eigentlich eher auf die Couch und nicht auf den Berg. Nicht? Aber das sind ja, das sagen Leute, die von der Sache nichts verstehen. Das ist ja eine, Risikosport ist ja nur für den ein Risiko, der den Sport nicht beherrscht. Wenn ich also, ich kann einen Vierer, glaube ich, klettern. Beim Fünfer kriege ich als Vorsteiger schon erhebliche Schwierigkeiten, vom Sechser ganz zu schweigen. Nicht? Aber einen Dreier kann ich gut klettern. Nicht? Aber es gibt Leute, die können keinen Dreier klettern. Und wenn sie einen Dreier klettern, dann macht sie halt Mist. Nicht? Und das heißt, ich muss halt genau wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Seine eigenen technischen und konditionellen Fähigkeiten richtig einzuschätzen, ist das eine. Die Verhältnisse und das Wetter richtig zu beurteilen, ein zweites. Und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und Entscheide zu treffen, ist das Schwierigste. Aber gerade diese Auseinandersetzung ist es, die den Reiz des Bergsteigens ausmacht. In den Bergen, das hat der Fontane schon gesagt, wohnt die Freiheit. In den Bergen bin ich frei. Da kann ich die Route wählen und die Route wählen. Ich kann unten bleiben, ich kann raufgehen. Ich kann im Grunde genommen machen, was ich vor mir selber verantworten kann. Und außerdem findet das Ganze statt unter Bedingungen, die halt überhaupt nicht von der Schönheit her und vom Abenteuer her, von der Attraktivität her zu vergleichen ist mit dem, was man sonst im normalen Leben macht. Steigeisen montieren oder umkehren. Der steile Gipfelgrat ist noch lang. An diesem Tag, bei diesen Verhältnissen, kein wirkliches Thema. Oft jedoch Ausgangspunkt für Dramen und Abstürze, der fehlende Mut, rechtzeitig umzukehren, wenn die Verhältnisse und die eigenen Fähigkeiten und Kräfte es gebieten. Die Alpen sind kein geeigneter Ort, die eigenen Grenzen auszuloten. Es ist beim Bergsteigen eine gewisse Versuchung da, der man, glaube ich, gar nicht ausweichen kann. Man kommt in eine schwierigere Situation hinein und dann versucht man sie auch zu bewältigen. Und man muss sie auch bewältigen, weil man möglicherweise sonst gar nicht mehr durchkommt. Und deswegen sollte man beim Bergsteigen, deswegen ist meine Meinung, nie gehen bis an die äußerste Grenze, sondern man sollte immer noch eine Sicherheitsreserve haben. Man sollte noch was drauflegen können. Man sollte noch körperlich zu mehr in der Lage sein, als gerade im Moment von einem abgefordert wird. Am Ostpfeiler des Piz Palü musste Heiner Geißler nicht an seine Leistungsgrenze gehen. Das selbstgewählte Abenteuer hat ihm wieder einmal einen emotionalen Höhepunkt beschert. Wie den meisten anderen auch, die an diesem Tag einen Berg bestiegen haben. Warum? Vielleicht, weil die Intensität der Glücksgefühle steigt mit der Intensität der Schwierigkeiten, die man dafür überwinden muss. Also für mich ist das Bergsteigen keine Flucht aus meinem beruflichen oder politischen Leben. Aber ich kann, glaube ich, die Politik besser machen, wenn ich weiß, ich kann auch in die Berge gehen. Am nahen Piz Bernina stürzte gleichen Tags ein Bergsteiger zu Tode.
Es waren Engländer, die die Alpen als Tourismusregion entdeckten, und es ist kein Wunder, dass mit Edward Whymper ein Engländer als erster auf dem Matterhorn stand. Diese Tradition lebt in England weiter, das Klettern hat sich gar zum Boom entwickelt. Und wie das mit den englischen Traditionen so ist, auf der Insel ist immer alles ein bisschen speziell, alles ein bisschen anders. Die Schlüsselstelle. Ein Dach ohne Griffe und Tritte. Nur mit einem senkrecht verlaufenden Riss, in den erst noch der Klemmkeil mit der Expressschlinge zur Sicherung gezwängt werden muss. Eine ausgesprochen heikle Passage, die nur ein Könner bewältigt. Aber unmittelbar daneben tummeln sich ganze Scharen von Amateuren, Hobbyclimbern, Feierabendkletterern. Stanage Edge, eine Viertelstunde vom Stadtzentrum entfernt, ist eines jener rund 20 Meter hohen Felsbänder, die Sheffield zum Mekka der englischen Kletterszene hat werden lassen. Allein hier sind auf einer Breite von knapp 4 Kilometern 1200 Kletterrouten definiert und beschrieben. Zu den eifrigen Besuchern gehören auch Terry Gifford und Jim Curran, zwei 50-jährige Englischlehrer. Terry Gifford unterrichtet am Bretton Hall College der Universität Leeds und organisiert seit Jahren ein Literaturseminar für Schriftsteller, die sich mit dem Klettern und dem Alpinismus befassen. Er selbst schreibt Gedichte. Ich bin ein Felsenkletterpoet. Das tönt etwas hochtrabend, aber ich lasse mich leicht von einfachen Dingen beeindrucken. Ich schreibe einfach über gewöhnliche Erfahrungen gewöhnlicher Menschen. Über Klettern mit meinen Kindern, mit meiner Lebensgefährtin, bei schlechtem Wetter und so weiter. Dreistündige Autofahrten zur Universität in Bristol hat Jim Curran jahrelang in Kauf genommen, um in Sheffield wohnen zu können. Seine Lehrtätigkeit hat er inzwischen aufgegeben. Jim Curran hat einige bemerkenswerte Berg- und Kletterfilme produziert und auch zwei Erlebnisbücher über Himalaya-Expeditionen geschrieben. Inzwischen verdient er seinen Lebensunterhalt als freier Journalist und Filmer. Mit dem Thema Klettern natürlich. Es ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich bin zwar kein brillanter Kletterer, aber ich verstehe, wie Nicht-Kletterer denken. Und ich klettere gut genug, um das Phänomen erläutern zu können. Meine Faszination erstreckt sich aber auch auf die hohen Berge wie K2, Everest und so weiter. Stanage Edge ist für die beiden ihr Backyard, der Hofgarten sozusagen. Okay, Terry. Daneben gibt es aber im Peak District, dem ältesten Nationalpark Englands, südöstlich von Sheffield, noch viele andere ähnliche Kletterfelsen. Insgesamt sind rund 12.000 Routen in Kletterführern erfasst. Der British Mountaineering Council, der nationale Verband für Klettern und Alpinismus, hat rund 33.000 Mitglieder. Dazu kommen geschätzte 120.000 unorganisierte Kletterer in einem Land ohne Berge, wohlverstanden. Wie viele andere Kletterer bin ich nach Sheffield gezogen, weil es das Zentrum der Kletterszene ist. Im Umkreis von 20 Kilometern gibt es mehr Kletterrouten als wahrscheinlich irgendwo sonst auf der Welt. Es ist ein wohltuender, ein heilsamer Ort. Immer wenn ich müde bin oder gestresst, nach einer Verletzung oder einer langen Schlechtwetterperiode, immer wenn ich mich im Freien entspannen will, dann komme ich zum Klettern nach Stanage. Frogget Edge, 10 Minuten Fußmarsch von der Hauptstraße entfernt. Sepp Grieve klettert Strapadictomy, Schwierigkeitsgrad 8 oder so. Ein letzter Test am selbstgesetzten Klemmkeil vor dem entscheidenden Schritt, dem finalen Klimmzug. Glück gehabt. Der Klemmkeil hat gehalten, der Freund am Sicherungsseil auch. Denn da ist keine Reserve, nur 5-6 Meter bis zum Boden. Und vor allem, da sind keine Bohrhaken, keine fixen Sicherungen. Der Ehrenkodex ist in England für Kletterer so rigoros wie sonst nirgends. Auch kürzeste Routen werden von unten gesichert. Und der Vorsteiger setzt die Sicherungen selbst.
Der Nachsteiger entfernt dann alle Sicherungen wieder und hinterlässt die Route clean. Gritstone heißt der raue Granit, der hier vorherrscht. Er bietet eine gute Haftreibung und markante Risse, aber nur wenige runde Griffe. Die ersten 5 Meter sind für einen Könner wie Sepp Routine, das Setzen der ersten 2 Friends auch. Diese federbewehrten Sicherungshilfen eignen sich für breite, quer verlaufende Risse. Okay, rope, Rick. What are we doing? Rope, please. Der nächste Schritt ist heikler. 2 Meter weiter rechts muss ein passender Klemmkeil in den senkrecht verlaufenden Riss. Eine akrobatische Einlage, ohne direkte Sicht auf die neuralgische Stelle. Fingerspitzengefühl und Zuversicht sind gefragt. Dann geht es zurück in die Ruheposition, um die entscheidenden Bewegungen mit größtmöglichen Kraftreserven ausführen zu können. Der typische Gritstone-Griff. Ein Fingerspreizen in einem rauen Riss. Effizient, aber schmerzhaft. Die vorentscheidende Bewegung. Übergriff in den senkrechten Riss, ohne unter dem Dach mit den Füßen auszugleiten. Dann der entscheidende Moment. Linke Hand im Riss, rechte auf einem abschüssigen, runden Absatz. Den rechten Fuß über dem Dach auf Reibung aufsetzen, mit der linken Schulter dagegen stemmen, den linken Fuß in den Riss nachziehen und die linke Hand auf einen weiteren, runden Absatz nach oben bringen. Dann braucht es nur noch einen kräftigen Klimmzug und ein kurzes Stemmen und Strapadictomy ist bezwungen. Nun ist die Reihe an Richard Heap. Er wird zwar von oben gesichert, seine Aufgabe ist aber nicht einfacher, denn Seilzughilfe von oben ist verpönt. Richard fällt die Aufgabe zu, die Sicherungen wieder zu entfernen und mitzunehmen. Das ist bei den Friends zwar kein Problem, aber der Klemmkeil, in den Sepp zuvor gefallen ist, klemmt wirklich. Er ist so beschaffen, dass es sich der Struktur des Felsen anpasst. Und die Stellung ist etwas unbequem. Endlich. Richard nimmt die Schlüsselstelle korrekt und elegant. Und findet einmal mehr die Bestätigung, dass Sheffield für seinesgleichen der einzig richtige Wohnort ist. Sheffield bietet eine Gemeinschaft, wie man sie nur in seltenen Fällen antrifft. Man hat so viele Freunde und man trifft in jedem Pub jemanden, den man kennt. Außerhalb der Kletterszene gibt es so etwas wohl kaum. Other areas outside climbing, or many other areas where you have a similar situation. Und Sepp ist vom Klettern derart angefressen, dass er schlicht keine Lust hat, etwas anderes kennenzulernen. I think there's other things, but I don't want to find them out yet. St. Werburgh's Church in einem Vorort von Bristol, eine spezielle Kirche. Denn wer keine Berge hat, wird erfinderisch. Seit 1992 dient sie als Kletterhalle. Mit über 200 zum Teil schweren und originellen Routen gehört sie zu den besten im Land. Im Jahr 1880 hatte sie in der Corn Street im Zentrum von Bristol einem vornehmeren Bau weichen müssen und war hier Stein für Stein wieder aufgebaut worden. Vor 10 Jahren hatte man auch hier für sie keine Verwendung mehr. Jetzt hat sie wieder eine Funktion. The Castle, im Norden von London. Echte Vornehmheit hat hier zwar nie geherrscht, denn das Schloss ist ein Industriebau aus dem vorigen Jahrhundert.
Seit die Wasserpumpstation aber außer Betrieb gesetzt wurde, ist The Castle zu einem beliebten Treffpunkt für Climber geworden. Echt britisches Recycling. NZZ-Format vom Titlis mit Klettergeschichten. In Kreisen von Sehbehinderten hat die Diplomarbeit zweier angehender Sportlehrer für große Beachtung gesorgt. Klettern mit Sehbehinderten. In der größten Kletterhalle Europas, im Kletterzentrum Gaswerk in Schlieren bei Zürich, ist die Arbeit entstanden. Kurt Pfau ist von Beruf Jurist und blind. Mit 9 Jahren hat er als Folge einer Erkrankung sein Augenlicht verloren. Jetzt hat er die Möglichkeit ergriffen, eine geliebte Beschäftigung aus seiner Kindheit wieder aufzunehmen. Du musst schauen, ob genug fest auf den Füßen stehst. Also ich habe als Kind sehr viel geklettert. Also bereits als ich erblindet war. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Damals bin ich allerdings auf Bäume geklettert und nicht an Felswänden oder Kletterwänden. Auch Hans-Peter Schmid ist Jurist. Und auch er ist vollständig erblindet im Alter von 14 Jahren. Er kann sich noch erinnern, wie die Welt aussieht. Den Kletterkurs hat er zwar besucht, um eine neue sportliche Betätigung zu finden. Beim Klettern aber muss er immer wieder räumliche Vorstellungen entwickeln. Um Griffe und Tritte richtig zu benutzen, ist sein optisches Vorstellungsvermögen gefragt. Jetzt bist du schon dort. Ja. Es ist nicht mehr so vordergründig wie vorher, weil ich denke, die anderen Informationen oder die anderen Informationsmöglichkeiten, die ich habe, die sind mir wichtiger. Also der Tast, der Geruchssinn. Das ist sicher vorrangig, aber irgendwann kommt der Punkt, dann interessiert es mich wirklich, wie etwas optisch aussieht. Die Griffe sind riesengroß, da hast du den ganzen Arm dahinter. Einer Diplomarbeit zweier Turnlehrerstudenten der ETH Zürich haben es Kurt Pfau und Hans-Peter Schmid zu verdanken, auch als Blinde das prickelnde Hochgefühl beim Klettern erleben zu können. Den rechten Bein durchzudrücken. Dann jetzt. Jetzt noch mehr runter. Und die angehenden Sportlehrer Reto Meyer und Adrian Winzenried haben feststellen können, dass mit entsprechenden verbalen Hilfen erstaunliche Leistungen möglich sind. Das ist eigentlich das, was wir als Betreuungsperson von Anfang an zu vermitteln versuchen. Wir versuchen ihnen die Route zu erklären, wo die Expressschlingen verlaufen, wo die besten Griffe sind, sodass sie ein Bild haben, bevor sie in die Route einsteigen, um dann dort weniger Zeit zu verlieren und dadurch auch Kraft. Ja, kein Problem. Ihre Terminologie, mit der sie gemäß Zifferblattgeografie und in Zentimetern die Lage des nächsten Griffs und vor allem Tritts zu vermitteln versuchen, hat sich bewährt. Beistoff, Beistoff. Und wenn immer möglich, beziehen sie den ganzen Raum in das Klettererlebnis mit ein. Und da oben bist du. Spürst du? Es ist nicht ganz einfach, muss ich sagen, dieses räumliche Vorstellungsvermögen wieder zu reaktivieren. Ein bisschen besteht es, aber ich müsste noch sehr viel weiter daran herum trainieren und wieder aufbauen. Automatisch, wenn ich einen Griff fasse, mache ich mir auch ein Bild davon. Aufstehen, mit dem rechten Bein 12 Uhr rauf, gerade rauf. Der 5 Halbtage währende Kurs war ein großer Erfolg. Und die zentrale Erkenntnis, sowohl für die Sehbehinderten wie für die Turnlehrer, ermutigend und zukunftsweisend. Ein bisschen schütteln. Also die wichtigste Erkenntnis für uns ist, dass man mit Sehgeschädigten genau gleich klettern kann, zumindest in einer Kletterhalle wie mit einem Sehenden. Ohne Einschränkung, ohne Wenn und Aber. Gewohnt, auch im täglichen Leben Sehenden blind zu vertrauen, hängen sich Hans-Peter Schmid und Kurt Pfau furchtlos in das Sicherungsseil. Schwindel? Ist das ein Gefühl, das nur Sehende erleben, oder sucht dieses Phänomen auch Blinde heim?
Ich bin mir bewusst, unten ist das Nichts oder die Tiefe, besser gesagt, aber das kümmert mich nicht mehr. Am Anfang war das doch sehr ein einschneidendes Erlebnis, als ich das erste Mal oben an der Wand war, aber jetzt kümmert mich das nicht mehr. Ich denke einfach nicht daran. Ich muss sagen, ich habe wenig Angst. Ganz am Anfang, als das für mich das erste Mal war, dann hatte ich schon etwas ein kribbeliges Gefühl im Magen, aber mittlerweile hat sich das verloren. Wirklich, wenn du auf dem rechten Bein aufstehst, auf rechts. Höhepunkt mit Nervenkitzel. Hans-Peter Schmid sichert seinen blinden Kollegen Kurt Pfau über eine überhängende Stelle in der Kletterwand. Jetzt bist du schon gleich oben, also probier noch durchzudrücken, das Bein. Jetzt nach links mit dem rechten Fuß, runter. Jetzt noch hoch zu greifen. Kannst du noch hoch? Fertig, ja. Selber. Gut, ich habe. Langsam loslegen. Geschafft. Ein weiteres Erfolgserlebnis unter vielen. Hans-Peter Schmid schaffte zum Beispiel eine Route des Schwierigkeitsgrades 5. Sogar im Vorstieg. Also mit dem selbstständigen Einhängen des Sicherungsseils in die Expressschlingen. Und Kurt Pfau hat sich vorgenommen, seine Erfahrungen einmal auch im Freien, zum Beispiel in einem Klettergarten, anzuwenden. So.